diesem Beitrag will ich auf eine Anfrage eines Kunden eingehen. Grüße an Tim. Du hast uns gefragt, was du machen musst, wenn du mit der Picomic 180 Puls Wick schweißen möchtest. Ja, genau richtig. Die Maschine hat einen Wick-Job. Und wir können das Ganze umrüsten auf Wick. Wir wollen die Anlage einmal umrüsten und dazu habe ich etwas vorbereitet. Wir müssen den Eurozentralbrenner, Mic-Brenner, abklemmen und haben dazu einen speziellen EWM TIC 150 mit einem kleinen Kopf bis 150 Ampere und einem Eurozentralanschluss mit Gasmanagement vorbereitet. Das müssen wir gleich umstecken. Es gibt aber auch einen, wer ein bisschen mehr braucht, einen TIC 200, der auch eine höhere Einschaltdauer hat. Aber ich sag mal, bei dieser Picomic 180 Puls reicht der kleine 150er Brenner vollkommen aus. Der Vorteil ist auch noch, der ist klein und damit komme ich überall rein. Also wichtig ist bei so einem Brenner der Eurozentralanschluss. Also ich kann nicht hingehen und irgendein Wickschlauchpaket anschließen, das geht nicht. Das muss ein spezieller EWM Eurozentralanschluss Brenner sein. Was gibt es hier beim Wickschweißen zu beachten? Wir haben zwar Gasmanagement über das Schlauchpaket, aber wir haben hier keine HF-Zündung, das ist eine sogenannte Lift-Akt-Zündung. Die führe ich euch gleich vor. Das funktioniert, man berührt das Werkstück, zieht hoch und dann entsteht der Lichtbogen. Dieses typische früher mit Kontaktzündung, wo man mit der Elektrode, mit der Wolfram kratzen musste, das gibt es so nicht mehr. Das funktioniert auch wunderbar. Natürlich ist eine HF-Zündung wesentlich besser und die gibt es bei jedem EWM professionellen Wick-Inverter inklusive. Nur bei diesem 4-in-1 Inverter ist es halt so, dass wir eine sogenannte Lift-Akt-Zündung benutzen. Ja? So, die Maschine jetzt auf Wick einstellen. Wir müssen den passenden Job aussuchen. Wick, Tick, Job Nummer 127. Joblist 127. Die Parameter sind jetzt übernommen. Die Maschine weiß, wir wollen Wick schweißen. Jetzt können wir hiermit verstellen, mit wie viel Ampere wir arbeiten wollen. Stufenlos von 5 bis 180 Ampere. Und die Maschine sagt uns, unser Rüssel soll auf Minus und Massekabel so gesehen auf Plus. Das machen wir jetzt auch. Wir lösen unser Massekabel bzw. unseren Rüssel. Der kommt ans Minus, was die Maschine uns vorschreibt. Und unser Massekabel kommt ans Plus. Die Polarität wird beim Wickschweißen geändert. Wir wollen gleich 3 mm Bleche schweißen. Das heißt, 60, 70 Ampere reichen uns völlig aus. Das geben wir der Maschine jetzt vor. Mit der oberen Wipptaste zünden wir. So, jetzt sehen wir, wie die Liftaktzündung funktioniert. Ich muss mit meiner Wolfram
das Werkstück berühren. Unsere Schweißergebnisse. Die Spule wird natürlich jetzt für den Fall nicht benötigt. So, wie ihr gesehen habt, ist das Wickschweißen mit der Lüfterzündung nicht so ganz einfach mit der HF-Zündung, weil wir, wie gesagt, das Werkstück berühren müssen, hochziehen müssen. Da muss man eine sehr ruhige Hand für haben und an manchen unzugänglichen Stellen wird das schon kompliziert. Aber wie ihr seht, können wir damit vollwertig wegschweißen. Ja, also die Nähte können sich sehen lassen.